Hallo zusammen, ich bin jetzt auf der Insel Madabasco in Visor. Sorry, wenn die Aussprache nicht passt. Ich komme da nicht so ganz klar. Ja, und habe wieder ein neues Hotelzimmer. Die letzten drei habe ich nicht gezeigt, aber hier begeistert mich der Blick und da dachte aus dem Hotelzimmer und dachte ich, zeige ich euch mal, wie auch das Hotelzimmer ausschaut. Also ist wieder mal wieder nichts Besonderes. Wir haben hier zwei Einzelbetten und eine Matratze, weil wir im Moment zu dritt unterwegs sind, haben wir das uns für so eine Variante entschieden. Haben auch zwei Fenster, das ist das Gute hier. Meistens hat man gar kein Fenster, deswegen habe ich die letzten nicht gezeigt. Einen Schrank, einen Ventilator. Also hier gibt es keine Klimaanlage. Zimmer mit Klimaanlage hat einfach das Doppelte gekostet und haben wir gesagt, wir sind ja sowieso hier, nur um am Strand die Zeit zu verbringen und da brauchen wir auch nicht. Ja, und die Toilette und Dusche ist wieder mal wie beim letzten Video. Hier haben wir eine Dusche ohne Warmwasser, daran haben wir schon gewöhnt. Ein Waschbecken und Toilette, also ist relativ sauber hier und auch schön anzuschauen. Aber jetzt kommt der Höhepunkt, also das Zimmer ist ja eher unwichtig. Jetzt kommt der Blick aus dem Hotelzimmer und das ist einfach Bombe. Beschreibe ich. Meine Freundin steht schon da und genießt den Blick. Hi. Ich meine, was will man mehr? Also direkt vor der Haustür, ich weiß nicht, wie viele Meter sind das? Ich schätze mal jetzt 25 Meter, hat man direkt schönen blauen Strand. Ich zeig mal einfach die Hütte von außen, so wie es ausschaut. Jetzt. Der Preis für diese Bambushütte beträgt umgerechnet 30 Euro pro Nacht. Ist günstiger als meine Wohnung in Deutschland umgerechnet. Und allein schon deswegen würde es sich lohnen, wegzuziehen. Ich sehe jetzt da keinen Durchgang. Scheinbar kommt man hier nicht direkt durch, das ist etwas schade. Und da ist schon der Strand. Mit diesem Boot hier, das da liegt, haben wir für morgen schon eine Tour um die Insel gebucht. An drei Stellen soll man dann storcheln gehen. Hört sich recht interessant an und ich hoffe, dass es klappt auch. Weil da wird man direkt von irgendwelchen Leuten angesprochen, so eine Anzahlung leisten. Mal gucken, ob das wirklich auch so funktioniert morgen, aber das erfahrt ihr dann. Hier sind ein paar Tiere. Sehen etwas wohlgenährter aus, also die Hunde. Oh, guck mal, wie der schaut. Na, du Süßer. Dann werde ich jetzt erstmal hier die Zeit genießen. Der Himmel ist klar blau. Ich wüsste nicht, was ich hier auszusetzen kann. Geplant ist, dass wir hier zwei Nächte verbringen, insgesamt jetzt noch drei Tage. Vielleicht verlängern wir das auch spontan. Es sind kaum Menschen da. Das Wasser ist richtig schön warm. Und gleich werde ich das erste Mal reingehen hier. Ja, das finde ich richtig gut, also es sind zwar sehr viele Touristen hier, aber irgendwie ist keiner hier am Strand. Vielleicht gibt es hier einen anderen Strand noch. Das müssen wir noch rausfinden. Am Pool. Ja, ich fliege 10.000 Kilometer, um am Pool zu schwimmen. Im Pool zu schwimmen. Nee. Nee, danke. Dazu fliege ich nicht so weit weg. Das ist echt angenehm hier. Das ist so friedvoll hier. Ja, es ist auch ruhig. Das erste Mal, dass es so ruhig ist. Vielleicht können wir diesmal ausschlafen, aber ich habe glaube ich schon da hinten ein paar Hähne gesehen. Die werden uns vermutlich dann doch wecken. Also, kurze Übersetzung. Das Wasser ist tiefer wie ein anderer. Zu wenig und zu salzig, aber sonst perfekt. Perfekte Wasser. Wärmer als unsere Dusche ineinander. Vielleicht auch wärmer wie unsere Dusche heute Abend.
Heute ist der 4. Januar und wie gestern abgesprochen, gehen wir heute etwas durch die Inseln, schnorcheln und so weiter. Es ist etwas wolkig heute, das Wetter ist also nicht perfekt. Und wir sind gerade auf dem Weg zu unserem Boot, da wurde sogar eine deutsche Fahne gehisst. Sieht man jetzt noch nicht, Moment. Ja, mit dem Boot sind wir dann gleich unterwegs. Und das Ganze soll 4 Stunden lang gehen. Wir fahren an 3 Spots. Einmal zu einem Schiff, zum Wrack von dem Schiff, einmal in die Korallen und dann noch eine Insel. Zwei von 3 Stationen haben wir jetzt durch. Bei der ersten Station haben wir den Schiffswrack angeschaut. Schiffswrack an sich war nicht interessant, allerdings das Meeresleben drumherum fand ich gut. Was gibt's Geileres? Dann sind wir jetzt weiter geschwommen, sind jetzt an einer Stelle angekommen, wo sehr viele Korallen sind und auch das sehr interessante Unterwasserleben. Wir fahren zu einer 3. Station, das ist eine Insel. Mal schauen, was kommt. Wir sind jetzt nach 3 Stunden bei unserer letzten Station angekommen. Das hier ist normalerweise eine kleine Insel, wenn Ebbe ist. Und bei Flut sieht man nur noch diese Felsen hier. Und da springen wir gleich rein und erkunden die Gegend etwas. Die Strömung ist so stark, dass man nicht vorwärts kommt. Die 3. Station ist jetzt recht kurz geraten, weil die Strömung ist viel, viel, viel zu stark. Ich habe, glaube ich, eine gefühlte Minute gebraucht, um entlang des Bahnbootes zu schwimmen. Und da haben wir uns auch nicht getraut, viel zu weit vom Bahnboot zu entfernen, um das Ganze zu erkunden. Deswegen haben wir das abgebrochen. Wir sind beide, beziehungsweise alle 3, schon tot und hungrig. Jetzt fahren wir zurück.
nächste Sauerteig. Gekostet hat 36 Euro für fast 4 Stunden. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Für mich persönlich war es nicht so gut wie in Panglau. Da hat man auch mehr Fische gesehen, mehr Meeresleben, hatte man weniger Korallen, weil ich finde Fische an sich interessanter als Korallen. Wenn man hier isst, lohnt es sich. Vor allem. Ich glaube, wenn man hier ist, sollte man einen Tauchschein mitnehmen. Weil das ist dann bestimmt ja. Hammer. Für einen Tauchschein müssten wir 5 Tage hier bleiben. So lange bleiben wir da nicht und machen den dementsprechend auch nicht. Wegen des Schnorcheln. Die 3 Sachen waren aber auch gut. Ich glaube, sonst gibt es hier auf der Insel gar nichts zu unternehmen. Eine Massage werde ich noch mitnehmen. Habe mir dann gelesen, dass hier die Massagen besser sind als in manchen 5-Sterne-Hotels. Ansonsten werde ich einfach, beziehungsweise wir wahrscheinlich nur noch die Sonne genießen. Ja, und schwimmen. Und wir müssen heute noch überlegen, ob wir jetzt noch einen Tag länger hier bleiben oder doch morgen schon abreisen. Es saut gerade richtig runter. Am besten ich gehe da raus und zeige euch, wie es wirklich ist. Schön warm, alles nass. Es ist jetzt 1/2 Stunde später, nach dem Regen, und wie ich gesagt habe, der Regen ist rum und der Himmel ist wieder blau. Heute ist schon der 5. Januar, heute reisen wir aber auch ab. Wir trinken jetzt unseren letzten Shake. Hier genießen noch die letzten Sonnenstrahlen für heute, weil danach soll es anfangen zu regnen. Zu gewittern hat er auch die ganze Nacht heute schon durchgeschüttet. Deswegen haben wir uns entschieden, sparen wir uns die Nacht und vielleicht können wir noch woanders was unternehmen. Wir reisen dann von Malabasca mit einem Schiff nach Cebu. In Cebu holen wir uns einen Van oder steigen in einen Bus. Fahren dann durch die halbe Insel. Circa 3 bis 4 Stunden? 3 bis 4 Stunden, genau. Und dann bleiben wir dann noch 1 oder 2 Stunden in Cebu, wollen ein paar kleine Einkäufe erledigen. Und anschließend fahren wir dann mit der nächsten Fähre. Auch Bohol. Circa 1 bis 2 Stunden. Genau, und da werden wir dann mit einem Jeepney abgeholt und fahren dann zu dem Haus, wo unser Gepäck und von wo wir gestartet sind. Da bleiben wir jetzt auch bis zu meinem Besuch aus, bevor wir dann abreisen. Malapasca an sich lohnt sich eigentlich nur, um etwas schnorcheln zu gehen. Vielleicht einen Tauchkurs noch zu belegen. Aber wenn man einen Tauchkurs macht, dann sollte man fast eine Woche hier einplanen, dass man noch etwas tauchen kann. It's real bird. 400 gibt es jetzt. Super, my best dad, more money, dad, 300. It's 100 pesos only one. Ja, die Schmuckverkäufer am Strand. Ja, du hast aber schon eins gekauft, du hast schon Ohrringe gekauft. Ja. Sogar teurer, als sie jetzt vorgeschlagen hat. Was hast du bezahlt? 400, gell? Ja. Und aber die Weißen. Für die Weißen, du hast ja silberne, graue. Graue. Für die Weißen wollte 100 pro Stück. Wir sehen uns später. Ich genieße jetzt noch meinen Shake, die letzten Sonnenstrahlen. Und dann schauen wir mal,